German Racing Champions League wird Ihnen präsentiert von deinschrank.de, der Online-Spezialist für Möbel nach Maß. Dein Raum, deine Idee, deinschrank.de. Volle Ränge, sommerliche Temperaturen und die besten Pferde Deutschlands. Da putzt sich jeder gerne raus. Es ist angerichtet für das zweite Rennen der German Racing Champions League. Und damit herzlich willkommen aus Baden-Baden, genauer gesagt aus Iffezheim. Seit über 150 Jahren galoppieren die Vollblüter hier über das Geläuf. Und heute sind alle Augen auf ihn gerichtet, Ito. Bei seinem Jahresdebüt in Köln vor 3 Wochen zeigte er zum Auftakt der neuen Rennserie gleich sein Potenzial und gewann den Gerling-Preis. Auf den Hengst setzen auch heute viele Zuschauer. Galopprennsport ist Nervenkitzel pur. Nochmal ein anderes Gefühl, wenn man dann weiß, man hat auf ein Pferd gewettet, dann ist man schon nochmal anders bei der Sache. Auch die Galopperin des Jahres 2015, Nightflower, darf sich Hoffnung auf den Sieg machen. Die Stute in Baden-Baden mit ihrem Jahresdebüt und auch die Quoten zeigen, die Zuschauer glauben an ein enges Duell zwischen Ito und Nightflower. Kurz vor Rennbeginn 18 für 10 Euro bei Ito, 33 für 10 bei Nightflower und dann wird's schon schnell dreistellig. 122 für beispielsweise Außenseiter Ikitos. Ito mit Jockey Philipp Minarek traditionell in Rot-Blau. Beide gehen aus Box 6 an den Start und übernehmen gleich die Spitze. Das kann und das liebt Ito. Genauso haben wir ihn auch beim Gerling-Preis gesehen. Auch im ersten Knick bleibt der Favorit vorne und dominiert das Rennen bis zur Zielgeraden. Doch dann die plötzliche Attacke von Ikitos an der Innenseite. Ito lässt sich anfassen, Lightflower lässt sich anfassen, Devastar macht Boden gut, Außenartikus und dann kommen Early Morning und Ikitos. Ito ist noch vorne, aber Außenartikus mit Devastar, Ikitos an der Innenseite, Early Morning, Ito ist gestellt, Artikus geht nach vorne, da wird's mächtig eng für Devastar und innen ist es Ikitos, Ikitos für das Quartier von Hans-Jürgen Gröschel, Mann ist der gesteigert, Ikitos wird den Sieg nach Hannover entführen, Ikitos gewinnt gegen Artikus und dann Ito. Ein Außenseiter überrascht die Favoriten. Ikitos gewinnt den mit 70.000 Euro dotierten großen Preis der badischen Unternehmer. Während Ito Dritter wird und Nightflower mit dem vorletzten Platz enttäuscht, Riesenfreude bei Norman Richter. Wahnsinn, Wahnsinn. Weil wirklich, das waren jetzt schon die besten Pferde, die wir in Deutschland haben. Und dass wir die so leicht haben stehen lassen, war schon beeindruckend. Heute fällt ein bisschen die Spritzigkeit, hat er wenig Gas gehabt, aber wie gesagt, es schuldet keinem was, die Saison geht weiter. Bereits in 3 Wochen könnte es vielleicht zur nächsten dicken Überraschung kommen. Am 19. Juni starten Deutschlands beste Pferde in Köln-Weidenpesch. Die German Racing Champions League wurde Ihnen präsentiert von deinschrank.de, der Online-Spezialist für Möbel nach Maß. Dein Raum, deine Idee, deinschrank.de.